Damit wieder herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve, dort drüben sitzt Benny und wir spielen heute für euch die Legende. Für mich, das Spiel, mit dem fast alles angefangen hat. Man of Medan, Little Hope, etc. Pipapo. Es ist Heavy Rain. Es ist schon etwas älter, aber ich habe richtig Bock drauf. Benny, wie sieht's mit dir aus? Ja, ich habe auch richtig Lust drauf. Then let's do it. So, um zu interagieren, führen Sie die angezeigte Bewegung mit dem rechten Stick aus. Na, dann machen wir das doch mal. Ich stehe da auf! Obwohl ich es gar nicht möchte. So, wir haben auf jeden Fall eine absolute Edelhütte. Versuchen Sie es langsam, um zu sehen, wie Sie die Animationsgeschwindigkeit abbrechen. Oh, ich muss mich mal kurz hinsetzen. Oh, es ging nicht. Mein Rücken. Das ist so, das ist 40 plus. Warte, ich probier's nochmal. Warte, und jetzt? Oh Gott, jetzt ja. So, einige Cremes sind verschont. Mit dem linken Stick können Sie laufen und die Richtung ändern. Ah. So, was würde ich geben für so ein Schlafzimmer und mit so einer Aussicht? Schön erstmal auf die Terrasse raus. Wunderbar. So, warte, ich kann hier wieder zumachen. Warte. Oh, machen wir wieder zu. Nee, ist kalt. War ein bisschen frisch. Oh, jetzt machen wir doch nochmal auf. Liebe Zuschauer, bitte nicht wundern irgendwie. Wir sehen hier relativ viel nackte Haut. Nein. Und es kann auch, wenn wir uns gut anstellen, zu einer Sexszene kommen. What? In diesem Spiel. Ja, lieber Zuschauer und liebe Zuschauerin, seid bitte vorgewarnt. Oh, guck mal hier, können wir uns auch umschauen? Nee. Na, da wirkt erstmal. Verfatz da mit dem Ball, Freundchen, da! Runter von meinem Yard, noch! Get the fuck off mein Rasen! Ah, das ist aber schon. Also. Na, guck dir das mal an, Alter. Das ist. Also, schon allein so ein Haus zu haben, ja, das ist. Da zahlst du dich dumm und dämlich irgendwie. Das ist kein Standard-Fertigteilhaus hier. Das sieht aber. Also, sieht. Ja, also würde ich kaufen, also geschenkt bekommen. Ja, würde ich wahrscheinlich auch gewinnen irgendwo. So, was haben wir denn da? Können wir da irgendwie Klamotten erstmal rausnehmen aus unserem Schrank? Möchtest du dich einfach anziehen? Na ja, gerne. Nee, aber, also, okay. Aber ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Ich muss, indem Sie LT gedrückt halten, was? Können Sie jederzeit die Gedanken des Charakters anhören? Duschen. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Okay. Dann gehen wir lieber duschen und übrigens die Stimme von Johannes Steck. Was ist das da? Das ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Ich meine hier... Ist bin einkaufen. Lustig. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Grace. So, okay. Ja, wir haben auch natürlich da wichtige Bücher rumzulegen, alle Fachbücher, irgendwie kein, nicht ein Roman dabei, nur Fachbücher. So, wir gehen direkt duschen. So, okay, wie sieht denn ein Bad aus? Hm, wunderbar. Ach, schön, schön, schön. So, erstmal Zähne putzen, wäre schon mal wichtig. So. Erstmal gucken wir uns an. Erstmal gucken. Oh, sehe ich sexy aus? Ja, okay. Schon ein nicer Dude. Jetzt gehen wir hier erstmal rasieren. Oh. Benni, rasierst du dich vorher oder putzt du dir erst die Zähne? Ich rasiere mich zuerst und putze dann die Zähne. Ah, okay. Will, was ist jetzt los? Warum zu schnell. Sie sollten die Bewegung langsam durchführen, ja? Du musst langsam und geschmeidig. Okay. So, hier höre ich schon so eine Wilkinson-Musik einspielen. Ja, damit startest du optimal den Tag. So, zack. Und jetzt mal Zähne putzen, bitte. Jawoll. Nimm ruhig ein bisschen mehr. Es muss nicht nur Erbsengröße sein. Ey, jetzt muss ich aber nicht noch die Bewegung machen. Ah, natürlich. Oh, natürlich. Beweg den rechten Stick. Ah, ihr ballet, Benny. Aber ja. Hauptsache die Schneidezähne halten es aus. Und nochmal hoch und runter. Ja, genau. Ja, denk dran, eine halbe Minute pro Quadrant.
Nicht zu fest drücken. Ich habe eine elektrische. Ah, auch damit nicht zu fest drücken. Ach, richtig. So, schön. Okay, wir könnten duschen. So, drehen Sie Ihren Kopf, um die möglichen Aktionen zu sehen. Schauen Sie sich mit dem rechten Stick die Dusche an. Na, die könnte mal sauber gemacht werden. Ganz schön viele Kalkflecken. Oh, jetzt geht's los. Ich muss mich wundern, Ben. Ich muss mich wundern. Hier, guck mal, siehst du, guck mal, Knackpo. Knackpo. Muss mich sehr für Benny entschuldigen an der Stelle. Ja. Wünschte, ich würde dich mal mit einem Erwachsenen spielen, aber wir kriegen alle nicht das, was wir wollen. So, wie gesagt, ihr wart voll, warnt. Also, das dicke Klopper sieht, klingt schon krass über meine Kopfhörer hier. Ho, 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 ho. Neue Boxershorts, warnt. So, jetzt können wir uns auch richtig anziehen, Steve. Jetzt können wir uns auch richtig anziehen. Oh, guck mal, was haben wir da? Piti! Kleidung. Kleidung, wach. Okay, komm, wir machen das. Es geht nichts über eine Dusche. Ich bin fast wach. Das sind aber tatsächlich so die Worte, die jetzt um ihn rumschweben. Das wäre, als wenn man mir schon die Gedanken lesen könnte. Ich bin blitzsauber. Ja? Zeit, nicht mich anzuziehen. Zeit, mich anzuziehen, sondern Kleidung. Ich brauche Kleidung. Das würde bei mir kommen. Was bist du denn? Ah, ein kleiner Schwippschweißdrüßling. So. Wir sind Architekt, glaube ich. Also so wie die Bude aussieht, sind wir Architekt. Ich wollte doch die Tür zumachen. So, das sind wir und Grace, ne? Unser Hochzeitstag. Es war so schön. Damals in Wanne-Eickel, als wir gerettet haben. Es war schön. Kann ich nicht. Ein toller Tag. Hochzeitsessen war an der Frittenbude bei Achim. So, für was entscheiden wir uns heute? Für den Dreiteiler? Na, also erstmal eine Hose, dann ein legeres Hemd. Ein legeres Hemd. Ohne Krawatte. So, wir sind entweder ist heute Casual Friday oder wir haben Homeoffice. Homeoffice. Oder wir haben sogar Urlaub. Vielleicht müssen wir auch Jasons Geburtstag vorbereiten noch? Kann sein. Na, stand nicht in dem Brief irgendwas mit drin, wir sollen nicht so hart arbeiten? Ja, aber gleichzeitig noch eine Aufgabenliste von 8 Punkten, wisst ihr? Es dauert noch ein bisschen, bis Grace und die Kinder kommen. Ich könnte noch arbeiten. Na dann machen wir das doch mal, komm. Wer ist denn da draußen? Warte mal. Wer ist denn hier auf unserem Grundstück? Hallo? Das ist die Straße. Das ist nicht mehr unser Grundstück, Benny. Und sie hört jetzt nicht die ganze Welt. Ich dachte. Das wäre so ein Sackgassenstich, wisst ihr? So ein sehr beliebter. Echt jetzt? Naja, also ich muss auch morgens Wasser lassen, wenn ich aufstehe. Also, ne? Zu viel Information. Wusstest du das nicht? Na, vor allen Dingen, jetzt werden noch. Kann er sich nicht mal hinsetzen? Da werden schon die ersten Rufe laut hier. Er hat auch nicht gespült und Hände gewaschen hat er auch nicht. Nee, hat er auch nicht. Jetzt mach mal dein Frühstück. Schön. So, lass mal arbeiten. Ach, ja. Guck mal, wir haben schon die Galande haben wir schon ausgeschnitten letztens. Die Gedanken des Charakters ändern sich mit der Situation. Überprüfe sie regelmäßig. Garten. Tolles Wetter draußen. Ja. Ich könnte eine Auszeit im Garten einlegen. Du hast nicht 1 Millimeter gearbeitet. Warum sollst du jetzt im Garten? Okay, komm. Was ist das hier? Oh, Fanny startet Auto. Der ACC Racer. Jawohl. Kann ich den auch fahren? So, kann ich den steuern? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, dadurch entdecken wir jetzt was, war? Kann das sein? Nee, doch nicht. Oh, schade. Okay. Ich habe so viele Spiele gespielt. So, Grace, Musik, Kaffee und durstig. Kaffee. Ja, also, normalerweise, wie sieht dein Tagesablauf aus, Stevie? Na, ich sag mal salopp irgendwie. ich würde jetzt jemand sehr gerne zitieren, irgendwie, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie der Name des Comedians hieß, irgendwie, der sagte irgendwie, naja, dann halt um 6 Uhr Stuhlgang und um 7 Uhr aufstehen, wa? Oh. Ja, sorry, musste sein. Wird doch hoffentlich rausgeschnitten auf dem Video. Nee, also meine Morgenroutine ist quasi, du stehst auf irgendwie, sitzt erstmal auf der Bettkante, starrst ins Leere für 20 Minuten, nennet meditieren, dann Zähneputzen, Kaffee. Manchmal auch den Kaffee vorm Zähneputzen. Ja. Ganz wild. Ja, und danach Zähneputzen, weil manchmal ist es doch echt eklig, mit so Zahnpasta-Geschmack Kaffee zu trinken.
Mag ich manchmal nicht. Ja. Ja, also machen wir erstmal Käffchen, sagst du. Machen wir erstmal Käffchen, genau. Richtig. So, ja, dann nach Klassiker war irgendwie Morgenroutine und dann anziehen und dann startet man in den Tag. Was? Wie hieß denn der? Hans-Werner Olm? Hans-Werner Olm hieß der, glaube ich. Will der mich verarschen? Was ist denn ein Problem? Na, Benni, du spielst häufig Videospiele, hast du gesagt. Ja, und ich mache aber die Bewegung genauso, wie sie ist. Ich drücke den Stick nach rechts, ja, und mache diese Halbrunde um ein Viertel, eine Viertelumrundung. Ja, Viertel. So, und jetzt? Nee, ich habe die jetzt schon gemacht. Warum muss ich denn erstmal, muss ich erst warten, bis die Animation fertig ist? Ja, und jetzt? Nö. Nee? Und warte, und jetzt? Nö. Ja, liebe Kinder, wir werden also niemals das Geheimnis dieses Spiels lüften, weil wir kriegen es noch nicht mal geschissen, uns Kaffee einzugießen. Ich muss doch eine halbe machen. Eine halbe? Ja. Ah, das ist aber fies. Okay. So, und jetzt schön schnell. Schön okay, schnell wegziehen, das Ding. Oh ja, lecker Kaffee. Schwarzer leckerer Kaffee. Ach, grüßlich, Junge. Ah, schön. Und geht doch nicht mal so schön, das Käffchen am Morgen immer. Bist du ein Frühstücksmensch? Ja, Torte essen, komm. Das war. Zwei Happy Birthday-Torten. Na, stimmt, hier ist, zwei ist was los. So, da haben wir noch ein bisschen Gemüse. Oh ja, Orangensaft. Da sehe ich mich. Ah, und Glas- oder Kartontrinker, Benni? Naja, ich habe ein Glas, so wie hier. Ich habe gerade auch einen frisch gepressten Orangensaft hier vor mir. Frisch gepresst? Du bist ja krass drauf. Ja, nee, ist nicht wirklich frisch gepresst. Was, ja? Hoppala, man schmeckt den Wodka ja so doll raus. Mm. So, zack, mal wieder zu. Okay. So, können wir hier uns was zu snacken machen? Aber das ist, man muss schon sagen, das ist wirklich eine krasse fancy Bude, die da hat irgendwie. Also, ja, wirklich. Ein paar Oliven, schön, oder Weintrauben, ich weiß noch nicht, was das ist. So, scheinbar hat er die Kerne nicht ausgespuckt, also werden es Weintrauben sein. Oh, das war jetzt fies irgendwie. Auf dem weißen Hintergrund den Pfeil zu sehen. Ja. So, die Nachbars gehören, die spielen da schon wieder mit dem Ball. Hab ich schon im Auge. Okay. Na gut, dann gucken wir jetzt mal, was haben wir denn noch für To-Do's hier? Was hat er denn? TV, Geburtstag, Musik. Was ist denn jetzt los? Ah, auch meine Frau kommt nach Hause. Ah, sie fährt ein Passat. Hey, nicht so wild. Ihr werft mich ja um. Haben wir zwei Kinder? Ah, heute wir haben zwei Kinder. Tag, hä? Bin ich jetzt erwachsen? Zehn Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das nicht wird. Ganz. Darf ich jetzt Auto fahren? Ja. Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Ethan, kannst du mir helfen? Ich komme. So, drücke, halte. Okay, alles klar. Wir nehmen erstmal die Tüten ab. Lass sie nicht fallen, Benni. Ansonsten muss unsere Frau wieder los. Das gibt Ärger sonst. Aus dem Aid-Shop. Mhm. Okay, was haben wir denn Tolles alles geholt? Ich sehe da schon wieder sehr viel Gemüse und Obst. Alles für die Kinder. Sie im Supermarkt kaum bändigen. Ich stehe nur auf Gurken. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Nur wir haben ja nichts gemacht. Arbeit? Nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Ja. Hoffentlich habe ich noch eine Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich habe noch tausend Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Okay. Kein Problem, ich mach das schon. So, wo ist jetzt unser Wohnzimmer? Unser Wohnzimmer wird wahrscheinlich hier vorne rechts sein, oder? Huch! Gott, die Kamera hat sich bewegt. So, die Dessertteller. Ich glaube ja an dem Schrank da. Hm? Hey, Ethan. Ja? Ich dachte, du würdest dich um die Teller kümmern. Ich bin doch schon... Hab ich vergessen. Im Wohnzimmerschrank, ja? Da hinten? Ja, sie haben sich seit vorhin nicht bewegt. Ja, jeder definiert Wohnzimmerschrank anders. Ich sehe auch nicht, dass das Wohnzimmer ist. Das würde ich eher zur Küche mitzählen. Ja, ich auch. Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Na dann. Los, gib alles. Ich sehe wirklich schwarz bei den Quicktimes, Alter. Das ist von meiner Mutter. Pass auf. Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. So, das... Hey, Ethan! Man muss jetzt sagen, wir haben jetzt ein sehr, sehr krasses Kontrastprogramm. Wir haben jetzt eine sehr schöne, sehr idyllische Welt.
Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber das Spiel wird nicht so bleiben. Ansonsten würden wir das hier auf dem Kanal noch nicht so spielen. Also. Ich streng mich hart an. Ey, sag mal. Er kriegt's nicht hin, er kriegt's nicht hin. Guck mal, ich bin jetzt ganz. Ich muss den Teller noch hinstellen können. Wie ich's geübt habe, wie ich's geübt habe. Okay, warte. Machen wir das so. Ja. Nun, mach doch. Ich mach genau die Bewegung. Okay, jetzt hier mit Maus und Tastatur, ey. So, halten Sie linke Maustaste gedrückt. So, kann er mal bitte ihn erklippen? Witzig, mit der Maus krieg ich sofort hin. Okay, ja, ich jetzt noch. Was mit Maus weit? Naja, fast, ne? Ja, das ist jetzt nicht so wild. Dann spiele ich jetzt mit Maus und Tastatur, auch wenn es komplett ungewohnt ist, so ein Spiel mit der Maus. Oh. Warte mal, wie kann ich denn jetzt. Oh Gott, was ist denn jetzt die Taste zum. Hier, das ist der Winkel. Okay, wir sind lost. Wir sind einfach lost. Was ist denn jetzt die ich denk nach Taste? Achso, wir haben gerade einen. Doch. Was ist die hier? Die hier? Was ist denn die denk nach Taste? Ja, aber ist doch wahr! So, warte mal, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ich gucke jetzt gleich in die Steuerung rein, wenn es weitergeht. Okay, jetzt würde ich in die Steuerung gucken. Das war hundertprozentig auch. Das ist, was Kinder irgendwann nachfragen auf dem Handy, wo ist denn die denken nach das? Genau! So, sorry. Oh, die denkt nach das. Schön. Muss ich jetzt wirklich hin und her switchen zwischen dem und dem? Okay, das wird ein Spaß. Warm Musik spielen, mit den Kindern spielen. Grace. Gib doch mal deiner Frau jetzt hier mal einen Kuss. Sag mal, die ackert hier den ganzen Tag, die schuftet sich hier ab. Benni. Soll ich zu Grace hast du? Ja, gib ihr jetzt mal einen Knutsch hier. Okay, warte. Ein Knutsch nur. Für mehr ist jetzt hier keine Zeit. Oh, Halleluja, losgelassen. Ethan? Ich habe das heute noch nicht gesagt, Mrs. Mars. Ich finde sie sehr attraktiv. Sie sind auch nicht schlecht, Mr. Mars. Mr. Mars? Oh, Schmatz. Oh, nehmt euch auf ein Zimmer. Sie sind zu Hause, also. Aber das können doch Kinder sehen! Was du willst, Ethan. Hashtag mal 18, Freunde. Der richtige Zeitpunkt. Schade. Ich muss mich um diese Party kümmern. Wir setzen die Unterhaltung später fort. So. Na, das kann ja ein toller Kindergeburtstag werden. Wollen wir ihr Hilfe anbieten? Mandy schreibt gerade, spiel bitte mit den Kindern, da kannst du nichts falsch machen. Ja! Wisst ihr, das so mit dem Hochwerfen und wieder fangen so? Hm? Ich schaff das schon alleine. Okay, also Mandy sagt, mit den Kindern spielen. Ich glaube, ja? Ich gehe raus und spiele mit den Kindern. Ich will schon mal 112. So. Dann geh raus. Lass uns doch mal den unverschämt geilen Garten ankicken, den wir haben. Das war's. Dann legen wir los. Hey, 5 Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen okay, bald. Okay, versprochen, Mama. Na, wer ist der Erste? Ich zuerst. Langsam, Jungs. Ihr kommt beide dran. Wen nehmen wir jetzt? Jason, das kommt der Linke, ne? Ich zuerst. Na, das ist nicht. Lass uns Helikopter spielen. Ich bin jetzt dran. Ich will auch mal. Entscheid dich, Benny. Achso, nenne mich den Pirat. Den Pirat. Okay, Jason. Wir machen den Helikopter. Oh je. Und ich sehe doch jetzt schon. Soll ich loslassen? Schiffwunder. Sehr schön. Ach, wie schön. Und jetzt lauf durch den Garten. Ich bin jetzt dran. Ich will auch mal. Okay. So, das A drücken. Jetzt X drücken. Okay, Sean. Mach dich bereit. Es geht los. Okay. Jason und Sean. So, ich hasse ihn ein bisschen für den Garten. Ich finde ihn ziemlich geil.
Hat auch hier so eine schöne, guck mal, hier so eine schöne kleine Spielzeughütte gebaut für die Kids. Mhm. Finde ich gut. Also ist halt echt eine optimale Größe irgendwie. Eigentlich ist das schon echt groß, ne? Ja. Aber doch. Auch nicht zu groß. Aber groß genug, um sich einen Rasenmähertraktor zu kaufen. Ja, zeig uns deine Muskeln. Okay, festhalten. Okay, mal jetzt. Also ich hier drücken. Okay. Oh yeah. Oh Mann, ist ja krass. I have the power. Sehr schön. Und jetzt muss er sich noch drehen. Oh. Oh. So, das war's. Papa ist müde. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine Untaten büßen, Schurke. Schurke, gib auf, Schwächling. Präzision, die Timing und Präzision erfordern, drücken Sie die angezeigte Taste, sobald sie erscheint. Okay, kein Problem. Du schaffst das. Gib auf, ich bin der Sieger. Ja. Ich bin der Sieger. Greif an, greif an. Ja, gar kein Problem. Angriff. Vom Rouge. Das zahle ich dir heim. Oh, das gibt einen blauen Fleck. Jason, los! Sehr schön. Also ihr seht, ja. Benny ist so ein Typ, wenn er spielt, dann mit Ehrgeiz. Ja, dann ist so scheißegal, ob da ein Sechsjähriger vor ihm steht. Ja. Das ist egal. Macht. Der wird knallhart besiegt. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Hey, Jojo. Essen ist fertig. Kommt Essen hier ist rein? Fertig. Sehr schön. So, die Schwerter werden draußen hingelangen? Ja, also es wird nachher eingeräumt. Machen wir erstmal hier wieder Tür zu. Tür zu. Ich glaube, ach, lass doch ein bisschen frische Luft drin, Benny. Es gibt das ist schön. Was gibt's denn da? Ich geh ihn holen. Was? Wen soll ich jetzt holen gehen? Na, den anderen. Sean. Wo ist der denn jetzt hin? Achso, ich glaube, der ist oben im Vogel. Kann das sein? Also, oben. Warum ist Sean nicht am Tisch? Er ist sicher irgendwo im Haus. Das ist wahrscheinlich der Einzige, der sich die Hände gewaschen hat. Vom Essen. Streber. Sean! Oh. Da. Sean? Was ist mit dem Vogel passiert? Was ist? Du hast ihn nicht gefüttert. Warum? Er ist tot. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Oh nein. Aber nein, Sean. Das ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du schon, manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Ich weiß. It's not fair. Hat Sean jetzt den Vogel rausgeholt aus dem Käfig? Das weiß ich nicht. Tja, das Familienglück. Es könnte nicht perfekt sein. Das ist ein so grandioses Thema, ey. Oh, ich glaube, ich guck mal eben nach Schuhen für Sean. Passt du auf Jason auf? Es wird nicht lang dauern. Klar, na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Was macht denn die Lady da hinter uns? Jason. So. Jetzt rennt der Ben schon wieder weg, wa? Der wird schon wieder zu Toys R Us oder sowas. Jason. Da vorne ist er noch. Jason. Ey, jetzt hab ich jetzt die ganze Zeit Jason rufe. Jason. Naja, er hört doch, er hört doch richtig gut, ne? Jason.
Jason! 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 Jetzt bist du durch! So, ich hab dich. Ich hab dich. Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte. Aber nicht von diesem Clown. Okay, wir kaufen einen Ballon. Cool. Kickt jetzt schon wieder deine hey, Clownphobie, Benny, oder was? Nein, das ist ganz schlimm. Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Der rote. Der rote, ja. Bitteschön. Ja, unten können wir alle fliegen, Jotty. Oh Gott. Das macht dann $2, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. So autoritätstechnisch funktioniert das ja richtig gut. Also, ich weiß, wenn mein Vater gesagt hätte, warte, dann hätte ich aber wer bei Fuß gestanden. Jetzt hätte er, glaube ich, zweimal gesagt und dann gibt den Ballon wieder her. Mann, Alter, wo hat der denn sein Geld? Junge, nimm doch einfach Kohle. Stimmt so. So. Jason. Jason. Es ist Jason? Unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Oh. Weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Jetzt fahrt doch nicht so. Wir müssen jetzt Jason finden. Bin sofort zurück. Wir müssen den roten Ballon finden. Los, schnell. Jason! Jason! Helmut! Da unten Jason. Ist er! Schnell, ohne Ballon! Ich muss sofort nach unten, sonst verliere ich ihn im Gedränge. So, wer kann mal hier die 18 Jahre Frau bitte weggehen? Jason. Warum sehen die Hälfte der Leute, die da sind, irgendwie wie Tony Jason. Montana aus irgendwie? Aus Scarface. Jason! So, wie komm ich denn hier runter? Na, die Rolltreppe. Ja, genau. Renn durch. Schubst die alle Jason. Beiseite. Geht um den Sohn. Ihr habt alles. Benny. Ihr habt alles. Jason. 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 So, da hinten. Da ist er. Schnell. Kick sie weg. Jason. Das ist, als wenn du beim Konzert bist und du willst an die Bar. Da ist ein freier Spot an der Theke. Los, schnell durch. Jason. Nicht lange warten. Benny. Hinterher. Warum so? Zwillinge. Schön. Jason. Alter, wie viele Leute ist jetzt hier Black Friday oder was? Zieht doch mal alle weg hier. Ich suche meinen Sohn. Ich bin durch. Seite. So, wo ist er? Was, siehst du irgendwo einen Ballon? Nee, den hat, den hat er losgelassen, leider. Jason! Also, glaube ich. Jason! So, wer schon als Elternteil weg schon richtig panisch jetzt? Ja, warum bin ich denn wieder zurückgegangen? Ich muss doch raus. Jason! Jason! Da ist der Ballon. Da ist er. Jason! Jason! Geh weg hier, nix Vorsicht, ich schub's dich. Ja, ist halt hier drin, ist halt Sommerschlussverkauf, ne? Kannst du nichts machen. Jason! Bist du durch? Jason! Jason! Wer sind sie? So, okay, das war nicht Jason. Jason! Da draußen ist noch Ballon. Los, Benny, lauf! Es geht um deinen Jason. Sohn! Lauf! Schub sie beiseite! Jason! Ey, ich würde die alle wegschubsen. Das wäre mir völlig egal. Jason! Lass mich doch durch! Jason! Jetzt ist der Ballon weg? Jason! Geh dahin. So, da läuft er. Er läuft auf die Straße. Benny, los, schnell! Mach doch eine! Gib mal Pässe. Hey, Mann, Vorsicht! Scheiße! Ja, scheiße! Jason! Brüll ihn doch nicht so an, der kommt nur nach vorne gerannt. Genau. Oh, Jason. Kind. Ja, nicht doch, Alter. Autsch. Jason! Jason! Oh mein Gott, nein! Nein! Nein, Jason, oh mein Gott! Ja, schon fies, weil wenn du so die Symbolik eines aufsteigenden Ballons siehst, ist ja eigentlich klar, was passiert ist jetzt, ne? Bleibt eigentlich auch kein Zweifel jetzt offen, was passiert ist.